Wir fahren zum Kumpel, wir gehen brunchen. Und später wollen wir dann noch mit allen Freunden zusammen zum Mottstraßentest. Oder was? Zum Mottstraßenfest fahren, bisschen Spaß haben, bisschen feiern, Musik hören. Let's see how it goes. Die hässliche Suche nach einem Parkplatz einfach hier im Friedrichshain. Oh yeah, die Situation sieht höchst kompliziert aus. Oh, wir haben einen gefunden. Das sind übrigens die Outfits of the Day. Rico trägt grün, beige. Was trage ich? Grün, beige. Aber unabgesprochen, das passiert immer aus Versehen. Wir sind angekommen auf dem Mottstraßenfest und vorhin war es einfach so arschkalt, haben uns extra Jacken angezogen. So, jetzt kommen wir hier an, 24 Grad, viel zu warm. Wie immer, einfach falsch gekleidet, aber Leute, sieht so schön hier aus. In den Pizzakeller. Du willst mich auch mal was erzählen? Ich erzähle dir was. Also wir fahren jetzt in den Pizzakeller. Da gibt es Pizza, Leute. Pizza im Pizzakeller. Verrückt, oder? Hätte niemand gedacht. So ganz. Okay, wir sind auf jeden Fall nicht allein unterwegs. Fans sind auch mit dabei. Linda, Laura, Sergei, Ralf, David, Charlotte. Alle mit am Start. Wir sind jetzt gerade mal den Bergmann-Kiez gelaufen, nach dem Mottstraßenfest. Und Zeige und Laura sind auch noch mitgekommen. Jetzt wird hier noch ein bisschen romantisch rumgeshootet. Becky macht heute mal ein paar Fotos. Tag ist zu Ende, wir haben es 22:06 Uhr. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Wohnung von Ricos Schwester. Unsere Beine tun weh und sind mega müde. 11 Kilometer schon gelaufen. Da, wo wir jetzt hinfahren, können wir dieses Auto nicht abstellen, weil das ist so ein Carsharing-Auto. Alter Scheiße, ja. Meine Schwester wohnt außerhalb von diesem Gebiet. Und dann müssen wir einfach wieder laufen. Es sind so viele Schritte heute gewesen und die letzten Tage auch schon. Wir sind total fertig. Aber naja, schön, dass wir jetzt fast zu Hause sind. Hier kann man auch diesen Dyson ein bisschen abschneiden. So ist das. Scheißegal, mit Dyson drin. Servus. Von euch kamen ja in letzter Zeit immer wieder Fragen, was denn eigentlich so unsere Pläne sind. Und wir haben so ein kleines Q&A gemacht. Und da haben wir jetzt aber nicht alle Fragen rausgesucht. Wir machen noch eine zweite Antwortrunde. Da geht es dann eher so um persönlichere Sachen, die ihr an uns gestellt habt. Jetzt wollen wir erstmal darüber reden, was unsere Lebenspläne sind. Und da habt ihr auch einige Fragen. Also so ein generelles Leben. Hast du gerade die Kamera? Sorry. Also ein generelles Live-Update. Okay, kommen wir zu Frage Nummer 1. Wie sehen eure weiteren Pläne aus? Also ich glaube, unsere weiteren Pläne sind erstmal, dass wir jetzt auf jeden Fall ein Jahr in Berlin bleiben. Wir haben jetzt nämlich eine Wohnung für ein Jahr unterschrieben. Es steht aber schon fest, dass wir definitiv Deutschland wieder verlassen werden. Wir brauchen halt die Sonne. Wir brauchen die Sonne. Meer. Und jetzt nach den Jahren, wo ich in Italien gelebt habe und jetzt letztes Jahr, wo wir zusammen in Barcelona gelebt haben, ich vermisse einfach das Meer und ich vermisse auch einfach generell alles dort. Es gibt so viele Sachen, die man jetzt aufzählen könnte, aber einfach das generelle Sein am Mittelmeer vermisse ich. Ja, und deswegen müssen wir wieder losbringen. Deswegen müssen wir los. Rico hat Hummeln im Po und was geht es eigentlich? Ja, Berlin oder Barcelona? Wo wohnt es sich besser? Hm, Becky? Boah, ich liebe Barcelona. Ich habe mich so sehr in diese Stadt verliebt und ich würde es auch jedem empfehlen, mal dorthin zu fahren. Aber du bist so eklig. Nein, das ist so schlimm. Wie so eine Omi. Also ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, mal diese Stadt zu besuchen, weil ich finde, die strahlt halt so krass viel Lebensfreude aus. Und die hat auch eine richtig schöne Lebensqualität von wegen, du hast halt eine große Stadt, aber du hast trotzdem richtig viel Natur und das Meer halt direkt in der Nähe. Ja, vor der Haustür quasi. Dieses nice Licht und einfach diese Atmosphäre, die ganzen Leute machen Musik.
irgendwie an der Promenade und es ist einfach ein geiler Vibe. Wenn man auf Meer und auf, ja, so diese Energy steht, diese Energy, so Tanzen in den Gassen und so steht, dann ist auf jeden Fall Barcelona. Ja, aber jetzt nochmal verglichen mit Berlin, bevor, darf ich dazu noch sagen? Ja. Okay. Berlin ist halt jetzt gerade voll praktisch für uns beruflich gesehen, weil wir ja auch ein kleines Startup haben, an dem wir arbeiten wollen. Und dafür ist jetzt gerade Deutschland einfach schlauer und deswegen sind wir auch damals aus Barcelona weggezogen. Das war auch eine schwere Entscheidung für uns. Und Berlin ist halt still einfach so ein schöner Ort in Deutschland, hat halt so viele alternative Möglichkeiten, Kunst, Kultur. Also eigentlich kann der auch in dieser Stadt nicht langweilig werden. Und Berlin hat auf jeden Fall die schöneren Partys. Ja, stimmt. Also wenn du Bock hast auf schöne Partys, dann ist auf jeden Fall Berlin. Das ist meine persönliche Meinung. Außerdem wollten wir eh mal so einen Kennenlernkurs machen. Ich komme ja nicht aus Berlin und ich kenne die Partys ja alle. Achso, genau. Wir wollten Becky das mal alles zeigen. Das hast du nämlich, glaube ich, im letzten Q&A auch mal gesagt. Im Corona-Lockdown. Eigentlich war ja geplant, dass ich immer so ein bisschen das Berliner Nachtleben zeige. Sie einfach mal Berlin auch mal richtig kennenlernt. Das konnten wir leider alles nicht. Ja, was ist dein Ziel für dieses Jahr? Willst du anfangen? Ja, was mein persönliches Ziel ist, auf jeden Fall. Letztens habe ich es sehr gut formuliert. Jetzt muss ich mal kurz drüber nachdenken. Dann fange ich an. Okay? Ja, fange ich an. Also ich habe zwei Dinge, an denen ich gerne arbeiten würde. Einmal würde ich gerne eine weitere Sprache ein bisschen vertiefen. Das wäre manchmal jetzt Spanisch oder Französisch. Manchmal switch zwischen den beiden ein bisschen hin und her. Aber eigentlich müsste ich mich nur auf eine konzentrieren, damit die wirklich besser wird. Und deswegen konzentriere ich mich jetzt gerade wieder auf Spanisch. Und mein anderes Ziel ist, ein bisschen mehr Zeit in meine Kreativität stecken, also das halt auch wirklich zu priorisieren, auch wenn ich damit jetzt zum Beispiel mit meinen Bildern oder so kein Geld verdiene, aber weil es mir halt einfach mega viel Spaß macht und weil es so meine Passion ist, das halt nicht vergessen und mehr priorisieren. Na, mein Ziel ist auf mein Ziel ist auf jeden Fall, den Tag besser einzuteilen, und aktuell arbeiten wir so, wir stehen morgens auf, fangen an zu arbeiten, dann irgendwann wurscheln wir ein Essen dazwischen, arbeiten weiter, Instagrammen, arbeiten, irgendwie verfließt alles so ineinander und dann ist es irgendwie schon 20 Uhr abends und man zockt immer noch da irgendwie am Handy rum und es verschwimmt alles so krass. Und mein Ziel ist auf jeden Fall, den Tag an sich zu strukturieren, also bewusst Zeit Freizeit einteilen, bewusst Zeit Instagram, Arbeit, bewusst Zeit für unseren Shop einplanen und dann halt auch die Zeit als freie Zeit bewusst zu genießen oder halt als Arbeitszeit und dann halt nicht Zwischenzeit irgendwie so alles in eine Stunde versuchen reinzuquetschen und irgendwie am Ende ist man einfach nur total abgefuckt. Mein Goal ist auf jeden Fall, das Leben zu strukturieren oder das Leben auf jeden Fall, was ich führe. Ja, das kann man auf jeden Fall auch mir hinter die Löffel schreiben. Gibt es jetzt einen fixen Plan für eure Wohnungssituation? Bleibt ihr lange in der neuen Wohnung? Ja, hatte ich ja gerade schon gesagt. Also ungefähr, wir haben sie jetzt erstmal für ein Jahr gemietet. Wir haben die Option auf 5 Jahre. Also wenn wir nach einem Jahr weiterhin Bock haben, dann bleiben wir da. Dann bleiben wir da, ja. Aber wenn wir nächstes Jahr feststellen, wir würden doch lieber irgendwo auf dem Land in Süditalien oder in Spanien oder in Südfrankreich leben oder in Portugal, dann wird das passieren. We will see. Wir planen nicht so weit. Da waren wir schon. Ja, Tipps bezüglich Motivation, innerer Antrieb, big, big Thema. Wir thematisieren das ja gerade so ein bisschen auch auf Instagram. Ich denke, das ist einfach ein sehr komplexes Thema und ich denke, zu dieser Frage sollten wir nochmal ein ausführliches Video machen. Ja. Denn es ist so individuell, weshalb man Motivationsloch haben kann, Kreativitätsloch, sich nicht wohlfühlt mit der Arbeit oder weshalb auch immer. Also es ist ein super komplexes, individuelles Thema. Und ich denke, deswegen sollte man sich da nochmal ein bisschen mehr Zeit nehmen. Und vor allem würde ich auch ganz gerne unsere Tipps und Tricks teilen, wie wir es schaffen, motiviert zu bleiben. Ja, oder motiviert zu sein und irgendwie am Ball zu bleiben. Ist nämlich nicht jeden Tag einfach und manchmal schaffen wir es auch nicht, manchmal geht es besser, aber vielleicht einfacher. Ja, safe, aber jetzt für dieses Video, um halt wenigstens einmal kurz dazu was zu sagen, hast du jetzt spontan einen Tipp, auch wenn wir mal nochmal ein deeperes Video dazu machen. Also wenn man jetzt zum Beispiel vorher einen super strukturierten Tag hatte, weil man im Office gearbeitet hat, man ist morgens hingefahren zum Office und hat dann seine 8 Stunden dort gearbeitet, ist wieder nach Hause gefahren, da hatte man die ganze Zeit diese Arbeitsmotivation von seinen Arbeitskollegen, weil alle haben gearbeitet. Und auch wenn man das mit dem Unterbewusstsein oder wahrgenommen hat, man war trotzdem dadurch motiviert, auch selber zu leisten und zu arbeiten. Jetzt ist man natürlich im Homeoffice und hat diese unterbewusste Motivation, jeden Tag im Büro, hat man einfach nicht mehr. Und es fällt einem auf einmal schwer, motiviert zu sein oder generell die Sachen abzuarbeiten, weil man, ja, weil einfach dieses Kollegensein fehlt, ne? Das ist im Büro sein, was
denke ich mal, ganz gut hilft, ist, wenn man sich für jeden Tagesabschnitt Wecker stellt. Also jetzt nicht nur zum Aufstehen um 7 Uhr, sondern auch dann 7.30 Uhr, weiß nicht, frühstücken, 8 Uhr anfangen zu arbeiten, 9.30 Uhr kleine Pause, also sich auch bewusst einen Wecker für kleine Pausen zu stellen, weiß nicht, 15 Minuten dann. Abendspaziergang machen, dann wieder weiter, wieder ein Wecker für die Frühstückspause. Dass man sich so seinen Tag erstmal strukturiert, also anhand von Weckern, die einen immer permanent daran erinnern, okay, jetzt ist Zeit, eine Stunde zum Arbeiten, jetzt ist Zeit, 15 Minuten Pause zu machen. Ist das nicht diese Tomatenmethode oder irgendwie so? Weiß ich nicht, wie die Tomatenmethode ist. Aber ich denke, dass das eine ganz coole Möglichkeit sein kann, erstmal wieder reinzukommen. Tomatenmethode. Die gibt's for real. Bei der Tomatentechnik teilst du deine Aufgaben in kleine Arbeitsabschnitte auf, die jeweils 25 Minuten dauern. In dieser Zeit konzentrierst du dich nur auf deine Aufgabe und versuchst alles zu erledigen. Danach folgt eine 5-minütige Pause, in der du dich erholen und bewusst ablenken kannst. Genau, also weiß nicht, ist jetzt nicht die Pomodoro-Taktik. aber genau, also wähle nicht zu große Abschnitte, ist auf jeden Fall da die Quintessenz von und teile dir bewusst Pausen ein, wo du dann auch eine halbe Stunde Sport machst oder mal 15 Minuten draußen spazieren gehst, 20 Minuten Kaffeepause einplanst und dann nicht irgendwie das alles so zusammenwürfelst. Mhm. Also man braucht schon irgendwie eine To-Do-Liste, die man sich vorher aufgeschrieben hat und teilt die dann anhand dieser Wecker ein. So, das wäre jetzt mein Tipp auf jeden Fall. Ja, du hast sehr viel dazu gesagt. Sorry. Alles gut. Ja, ich glaube, ich würde auch sagen, auf jeden Fall Routinen sind wichtig, was auch immer ihr euch raussucht, ob das jetzt die Tomatentaktik ist oder eine andere Taktik. Es ist wichtig, eine Routine zu haben, die man halt jeden Tag irgendwie wiederholt, damit man halt wirklich nicht so viel Zeit beim Nachdenken verbringt, sondern einfach mehr halt wirklich strukturiert handelt, und da muss, glaube ich, jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg finden. Aber wie Rico schon gesagt hat, wir machen dazu nochmal ein ausführlicheres Video. Alright, dann, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Oder wenn ihr Tipps habt, um, ja, also für Motivation, ja, wie man motiviert arbeiten kann, strukturiert arbeiten kann, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich denke mal, das ist ein wichtiges Thema, es hilft uns allen weiter. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, schreibt es uns auf Insta. Wir wollen auf jeden Fall nochmal ein bisschen ein privateres Q&A machen, wo wir auf andere Themen eingehen, die jetzt nicht so wie unser Leben ist, sich drauf bezieht, sondern falls ihr auch irgendwelche Tipps braucht oder so, dass wir mal darüber quatschen kann. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Okay, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Hast du Lust, deine Hand da so drauf zu machen? Das wäre so eine coole, von wegen so, jetzt ist das Ende. Jetzt ist das Ende.